Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und ich musste gerade blöderweise, da ich eigentlich für euch gesehen nach der letzten Folge die Aufnahmesession quasi beendet habe, diese Mission hier mit der Affenstatue nochmal zocken, weil ich es nicht vernünftig gespeichert hatte. Alter, what the fuck, was ist bei Far Cry 4 los, ja? Diese komische Waffe wechseln, dass er pausenlos mir dieses Kackding hier anzeigt und ja, ich bin da jetzt relativ schnell durchgerusht durch die Mission, hab deswegen nicht so viel Kohle mitgenommen, wie ich eigentlich davor beim Let's Play quasi, wo ihr zugeschaut habt, mitgenommen hab. Und hab aber auf jeden Fall das Sturmgewehr eingepackt. Da werden wir jetzt auch, denke ich mal, im Lager schauen, ob wir die irgendwie upgraden können, weil ein Visier wäre natürlich noch ganz cool dafür. Was haben wir hier? Ein Wingsuit, den kriegen wir kostenlos, na geil. So, packen wir noch kurz hier von Longinus da im Lager die ganze Munition mit ein. Und ich habe mir da gar nicht überlegt, was ich heute mache. Was für eine schöne Mission wir heute starten werden. Wir können natürlich erstmal einfach mit dem Wingsuit hier reinspringen in die Schlucht. Aber wir gucken erstmal auf die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Hier ist das Lager, da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Also die Festung. Königstiger, was brauchen wir denn jetzt noch? Wir könnten natürlich mal Nashörner jagen, weil wir da relativ viele brauchen. Da 4 Panzernashörner. Königstiger, vielleicht brauchen wir natürlich auch. Hier auch nochmal 2 Panzernashörner. Das könnten wir glatt mal machen. Wo ist denn eigentlich Wurfgeschosstasche braucht Tigerfell, weil ich hätte ganz gerne mehr Wurfmesser dabei, weil die ehrlich gesagt so meine Lieblings-Gadgets zurzeit sind. Die sind echt nett. Da gehen wir doch glatt mal dahin. Am Ende von dem See hier. Da gehen wir jetzt jagen nach Königstigern. Dahinter müssen wir. Mal schauen, ob wir, wie weit wir kommen jetzt mit diesem Wingsuit. Wenn wir den schon dabei haben. Vielleicht springe ich auch gleich einfach nur in Tod. Aber erstmal müssen wir eine Klippe finden, wo wir überhaupt irgendwie abspringen können. Hau ab, du Bock. Nein! Oh, fuck. Okay, das war die falsche Taste. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Folgenstart. Gerade eben die Mission nochmal zocken und dann jetzt hier einfach in Tod springen, weil ich anstatt Wingsuit auszupacken in die Luft schlage. Oh, jetzt. Ah, geil. Okay, hat es doch gelohnt. Gibt es hier irgendwie einen Weg dahin? Na, warte mal, gibt es hier eine Straße? Oh ja, wow. Das lenkt aber direkt. So, wir heizen hier die Straße runter und hoffen, dass das irgendwann das Navi uns mal einen richtigen Weg zeigt. Ja, hier ist der Weg schon zu Ende, oder was? Da geht's nicht weiter. Wir fahren mal da lang. Wie kommt man denn hier runter? Hier ist überall Klippe. Wow, oder so. Gut, stoßen. So, mal ganz fix die Karre umgehauen und wieder rein da. Ganz machen gibt's nicht. Da kam schon wieder so ein abgefuckter Vogel, ja, der mir auf den Sack gehen wollte. Oh, fuck, hier ist ja noch so eine... Oh, noch so eine Klippe. Okay, die haben wir besser überstanden. Neben mir, was ist hier? Was schreit denn hier rum? Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender von Skyrat. Ah, hier, lol, ist das ein Bär? Das ist ein Bär. Ach, die kann man einfach überfahren? Na, das ist ja viel einfacher als erschießen. Top Ding. So, haben wir direkt Bärenfell geholt. Gibt es noch mehr Bären? Sind wir jetzt im Bärengebiet? Ah, wir sind gerade im Bärengebiet. Und wir brauchen, glaube ich, noch für irgendwas mindestens ein Fell. Was ist das da? Wird das so ein Bock? Noch ein Bock. Na gut, wir fahren jetzt erstmal zu den Tigern. Ich hätte gerne mehr Wurfgeschosse. Boah, Hovercraft gibt's hier auch. Da können wir voll über den fucking Teich heizen. Crazy. Jetzt lernen wir gerade in der Folge alle Karnen kennen, oder was? Oh. Okay, gut. Voll geil. Und wir sind um einiges schneller unterwegs. Da ist das große Lager, die Festung. Da hinten sind die Himalaya-Berge, oder? Ist das das Himalaya-Gebirge da hinten? Oder ist das... Ne, das hier. Na gut, wahrscheinlich um uns drum rum überall. Wow, Steg. Wow.
Gut. So, sind wir nämlich schon da. Weil wir so fix unterwegs waren mit dem Hovercraft. Da vorne sind Tapire. Wir wollen aber zu den Tigern. Eigentlich muss man ja, glaube ich, diese roten Blätter einsammeln. Und dann kann man damit Spritzen bauen. Wo steht denn die scheiß Pflanze? Oben oder unten oben? Und damit kann man dann Spritzen bauen, mit denen man die Tiere besser sieht. Ach hier, jetzt renne ich ja fast dreimal vorbei. Jetzt muss ich nur gucken. Was ist denn das? Überlebensspritze, okay. Fokusspritze, Überdosisspritze, Jagdspritze. Die hätte ich ganz gerne. Fähigkeiten erforderlich. Ah, okay, brauche ich erst die Fähigkeit. Gucken wir mal ganz kurz. Welche ist das denn? Ist das das hier? Elefantenreiter, Fokusspritze, okay. Stellt eine Spritze her, mit der du schneller laufen, schwimmen und länger die Luft anhalten kannst. Okay, das brauchen wir nicht. Jagdspritze, die wollen wir haben. Zack. Was war denn das jetzt? Achso, wir müssen erst das davor kaufen. So, zack, das. Zack, das. Upsa. Und dann können wir nämlich hier... Ah, wir brauchen noch eine blaue dazu. Na, das ist ja beschissen. Aber die sind ja eigentlich immer am Wasser, die ganzen blauen. Muss ja hier irgendwo sein. Und solange wir hier suchen, vielleicht finden wir ja dann zufälligerweise einfach so einen Tiger. Das ist weiß, das wollen wir nicht. Hier sind noch mehr Tapire. Ich hätte aber ganz gerne einen Tiger. Oder sind die da oben? Wir versuchen mal irgendwie nach da oben zu kommen, weil da ist ja auch meine Markierung. Oh, 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 oh. Hier haben wir schon was. Oh, lol. Lol, haben die hier Revierkämpfe? Das wäre ja krass. Die Shotgun ist so übel. Da vorne rennt der andere Tiger weg, den brauchen wir auch noch. Den wollen wir auch noch haben. Wo bist du hin, mein Freund? Fliehe nicht. Ah, ich seh gerade im Wasser ist eine blaue Pflanze. Die können wir mal ganz fix holen, weil dann sehen wir den natürlich dann besser. Wow! What the fuck, was ist das? Hä? Mit was kämpfe ich hier? Lol. Raus hier aus dem fucking Wasser. Wirst du von den verschissenen Fischen angegriffen, die nicht mal dargestellt werden? Was ist denn das für eine Kacke? Wie viele können wir da machen? Zwei Stück, okay. So, jetzt müssen wir ja die Tiere sehen. Ah ja, lol. Und da ist er schon. Bam. Oh, fuck. Easy. So. Machen wir mal wieder so eine kleine Jagdfolge hier. Jetzt nur die Frage, zeigt der mir das wirklich so an, wie als wären die markiert werden? Oder muss ich die quasi nur im Gebüsch sehen und der markiert die automatisch? Oder was bringt mir jetzt diese Spritze? Ich weiß ja gar nicht, wie lange die hält. Und wir brauchen, glaube ich, noch zwei Stück. Und dann sind wir nämlich hier mit den Tigern auch erstmal wieder fertig. Geht's hier hoch? Ne. Da hinten? War da was? Was ist das? Oh, das ist einer. Lol, der kämpft gegen den Bären. Oder gehen wir mal mit dazu, weil Bärenfell brauchen wir auch noch. Lassen wir die mal kurz fighten. Na, legt mal los jetzt vorher. Wer gewinnt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Oh, fuck. Boah, wie fett. Der Tiger hat gewonnen.
Tut mir leid. War ein ehrenvoller Sieg. Für mich. So, das nehmen wir. Ah, jetzt können wir es schon. Okay, wir brauchten nur noch ein Teil. Dann nehmen wir noch das hier mit. Gut. So, da schauen wir mal nach. Herstellung. Oh, wir können beides schon. Wir haben jetzt Felle vom Bären und vom Tiger genug. Perfekt. Dann nehmen wir das hier direkt noch. Oh, da haben wir schon das Maximum-Level an Wurf geschossen. Das ist natürlich genau das, was ich wollte. Dann haben wir das hier noch. Noch ein Schneeleopardenfell. Gut. Ich würde aber jetzt mal sagen, weil das ganz cool eigentlich wäre, dass wir mal Nashörner jagen gehen. Da hätte ich Bock drauf. Dann machen wir aber, denke ich, mal eine Schnellreise. Weil die sind, glaube ich, relativ weit entfernt von mir jetzt gerade. Da haben wir einmal eins. Hier oben haben wir noch eins. Hier haben wir auch Schnellreise, oder? Ne. Ist das Schnellreise hier? Ne, Glockenturm. Wo ist denn scheiß Schnellreise? Schnellreise waren ja die Dinger hier, ne? Aber ich sehe hier kaum welche. Ich dachte, man kann hier von Lager zu Lager reisen, so wie in den alten Teilen. Aber das scheint gar nicht zu gehen. Gut, da haben wir eins. Na, so. Dün, 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 dün. Ja, wirklich nur an dem Fluss entlang sind die so ein bisschen verteilt. Ah, da reisen wir hier hin. Perfekt. Na komm. Genau, Schnellreise. Los geht's. Und dann fahren wir da über den Fluss und jagen ein paar Nashörner. Mal schauen, wie viel die überhaupt aushalten. Also wie viel wir da reinpumpen müssen. Weil wir haben ja diese relativ gute Schrotflinte dabei. Und wenn wir hier gerade mal im Lager sind, können wir auch direkt wieder aufrüsten und Zeug verkaufen. Ah, und da kriegt man so geschenkte P416. Genau. Da können wir nämlich auch direkt noch schauen, was wir an der verbessern können. Ob wir da irgendwas dran basteln können. Hier, wir kaufen einfach die Spritzen. Ja, ja. Körperpanzerung. Seitenwaffe. Waffe. So, P416. Anpassen. Ein Visier. Scharfschützen. Optisches. Rotpunkt. Reflex. Na, wo unterscheidet sich jetzt Rotpunkt in Reflex? Kostet auch beides gleich viel. Wobei das... Ne, wir haben eine Sniper und so dabei. Ich denke mal, das brauchen wir ja nicht. Wir machen ein Rotpunkt dran. Und eine Magazinerweiterung. Und wenn wir schon mal hier so noch eine schöne Farbe. Das hier. Schön digital, modern. Das gefällt mir. So. Da sind wir auch erstmal wieder ganz gut ausgerüstet. Was müssen wir eigentlich dafür machen? Beende mehr Kampagnenmissionen. Weil ich hätte ganz gerne das bessere MG. Weil da kann man, glaube ich, dann auch einen Rotpunkt und so dran bauen. Das wäre schon recht nützlich. Gut, da sind wir hier auch schon wieder fertig. Füllen noch unsere Munition auf und werden dann über den Fluss Richtung Nashörner gehen. Können wir mal ganz kurz schauen, wie das Rotpunkt, wie sie jetzt ausschaut. Oh ja, ein Coyote. Das gefällt mir gut. Hier ist natürlich gerade kein Fahrzeug für uns. Ist hier echt kein Fahrzeug? Doch, da. Oh, geil. Das nehmen wir. Dann nehmen wir ganz fix hier die Kiste mit. Beste Karre ever. Genau mein Ding. Wow. So, also, Sabal sagt, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen, um Kyrat zu retten. Ich glaube, da könnte was dran sein. Hat nicht mal irgendwer gesagt, dass Region der Händler für das Volk ist? Tja, ich habe jetzt gerade wieder auf den Rechner geschaut, ob die Aufnahme vernünftig läuft und dann sehe ich auf einmal wieder Händler wegrennt. Oh, Scheiße. Oh, fuck, das ist so eine. Oh, rückwärts. Alter, entspannt euch. Diese Leute. Und die können in so einem Trance-Zustand geraten, dass man meint, die hätten was geschmissen. Vielleicht sind sie auch irgendwie drauf. Ich meine, was, wenn... Sind die weg jetzt? Ich hoffe doch. Haben wir fast meine schöne Karre jetzt zerballert. Klingt wie ein Schwein, wenn ich hier beschleunige. Das
Sind die nach da abgebogen? Ne, da ist eine Sackgasse. Leute, ihr habt den Sender von Eskürat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Runner. Also, ich möchte über Anita reden. Nein. Kämpferin respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Pfades. Ganz zu schweigen davon, wie scharf das ist. Echt uncool. Das ist nur meine Meinung, Ich sag das nur so dahin, aber ich würde nur Schweine jagen gehen. Ist das jetzt eigentlich der Totenkopf da auf der Karte? Bewegt er sich? Ja, ne? Das hier ist das. Das sind die drei Fahrzeuge. Wo fahre ich denn überhaupt gerade hin? Hä, was hat denn der mir markiert? Ich fahr da ja voll... Hä? Okay. Merkwürdig, wir drehen um. Sinnloser zusätzlicher Weg. Ich würde sagen, das war eine Top-Entscheidung, einfach loszufahren, ohne zu schauen, was überhaupt markiert ist. Aber wir haben ja unsere fixe Karre hier. Und jetzt sind wir auch noch bergab. Da sind wir noch eine Ecke schneller unterwegs. Schön bergab, Alter. Die Karre gibt voll Gas. Die fällt mir wahrscheinlich gleich unterm Arsch auseinander. Oh, Elefanten. Wow. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich sehe Anita schon mit Goldkettchen vor mir, wie sie eine Ozzi stringt und dabei Koks vom nackten Arsch eines männlichen Strippers schnieft. Oh, das wäre scharf. Gott, wäre das scharf. Wenn's davon entspannt euch, Leute. Jetzt drehen die um wegen mir, oder was? Oh, jetzt kommt die ernsthaft hinterher. Oh, fuck. Noch so ein fucking Konvoi, Alter. Was ist hier los? What the hell? Okay, wir müssen anhalten. Boah, raus hier. Wow! Okay, Problem gelöst. Alles steht in Flammen. The Moonwalk. Okay, ja, zu den Leichen kommen wir jetzt sowieso nicht. Da gehen wir jetzt mal die paar Schritte noch. Ist nicht mehr so weit. Alter, verfolgen die uns hier? Und da fahre ich auch noch direkt in den nächsten Konvoi rein. Die müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie vernichten, weil die nerven ja extrem, wenn die hier auf meinen Hauptwegen quasi, wo ich lang muss, jedes Mal ihre Streife fahren. Die müssen vernichtet werden. Da ist ein Elefant. Wunderschön. Und da haben wir schon Nashörner. So, jetzt müssen wir halt rausfinden, wie viel die kassieren. Ich gebe dem jetzt einfach mal voll mit der Schrot in die Seile. Seile, in die Seite. Wow! Das war nicht genug. Das andere kommt auch. Oh shit, oh shit. Okay, das war's. Zwei Schrotschüsse, dann liegt das da. Oh, shit. Wo ist denn der hin? Wir nehmen erstmal das hier. So, eingepackt. Gut, ist das ein Feind? Das ist ein Feind, oder? Ne, das sind Verbündete. Gut, haben wir schon mal zwei Fälle. Und da können wir, heute. Und dann machen wir erstmal die Sprengstofftasche. Dann machen wir das hier direkt noch. Und dann brauchen wir mal wieder Samba-Fell. Okay, interessant. Und aber für die brauchen wir noch vier Panzer-Nashorn-Haut-Stücken. Für den Geldbeutel. Das wäre auf jeden Fall auch ganz gut, wenn wir den mal erweitern können. Dazu müssen wir aber noch welche finden. Da haben wir schon wieder welche. Tada! Das ist tot, bevor es überhaupt rafft, was hier abgeht. Gut. Noch drei. Oh, jetzt. Oh, fuck. Okay, das probieren wir jetzt. Stoppen jetzt diesen scheiß Konvoi hier. Alter, wie krass die Knarre ist, ja. Das fucking MG ist mal übertrieben krass. Ohne Mist. Konvoi zerstört. Muss jetzt mit den Leuten noch irgendwas machen? Was machen die denn hier? Oh fuck, hier ist ein Nashorn, nice. Okay, ohne Mist.
Dieses fucking MG hat sich sowas von gelohnt aufzuheben. Wie ich einfach jetzt alle von diesem Fahrzeug-MG weggeballert habe. Kommt der auch? Ne, der rennt weg. Da ist ein Elefant. Kurzer Prozess mit dem Konvoi. Hat mir gut gefallen. Jetzt haben wir schon mal einen weniger hier. Der heizt sich einfach nur so lang. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Der hat nur Anlauf geholt. Wow! Aua! Aua, auf! Holy shit. So, wir heilen uns erstmal ganz fix. Ist das jetzt eigentlich schon die letzte Haut, die wir brauchen, oder brauchen wir noch eine mehr? Haben wir jetzt schon vier oder haben wir erst drei? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ne, es zeigt mir noch nicht das Symbol an für Erweiterung. Brauchen wir also noch einen. Oh, da unten. Bei den Elefanten. Ich hoffe mal, die Elefanten machen jetzt nicht Stress, wenn ich anfange zu schießen. Oder generell, wenn ich in denen ihr Territorium eindringe. Ich frage mich, ob wir für irgendwas auch mal Elefanten töten müssen. Für irgendeine Erweiterung. Ja, was ist denn mit denen da? Oh, das sind Feinde, oder? Ne, das sind wieder Verbündete. Gut, eingepackt hier, das gute Zeug. Und da können wir nämlich wieder was verbessern. Geldbeutel. Und als nächstes brauchen wir schwarzen Teufelsfell. Das werden wir dann in irgendeiner speziellen Mission machen dürfen. Jagdfell. Schneeleoparden, Samba-Fell. Wow, wow, hab ich mich gerade erschrocken, Alter! Wo kommst du denn her? Das ist gar nicht dein Gebiet? Wow, ohne Shit. Wow. Nebelparderfell. Okay, Leute, und hier mit dieser erfolgreichen Jagd-Folge beenden wir den ganzen Spaß für heute auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye bye, Leute. Und ciao.